Hallo, willkommen zu einer neuen Folge von Abenteuer auf dem Reiterhof 6, Part 52. So, Hugo hat uns letzte Folge, oder besser gesagt, wir haben mit Kapitel 17 in der Falle begonnen. Und jetzt stehen wir, danke Hugo, vor dieser Tür. Und ja, was verbirgt sich hier dahinter? Ehemaliges Gefängnis, jetzt weiß ich warum. Okay, krass. Also, das ist eine scheiß Perspektive, wenn ihr es wissen wollt. Okay. Interessant. Erinnert mich stark an Marie. Aha, nächste Figur. Schneekugel. Seltsam. Aber was soll ich nur damit anfangen? Oh Marie, warum stellst du uns vor so viele Rätsel? Jetzt, Fräulein, sollte dich nur noch eine Frage beschäftigen. Nämlich, wie du hier rauskommst. Oh nein, bitte nicht! Der Bürgermeister! Ich bin geschockt. Ich bin ganz ehrlich geschockt. Ey. Nein, unmöglich. Geschlossen. Das geht nur von außen auf. Ich bin wahrhaftig geschockt. Ich bin geschockt von ihm. Also hat die liebe Marie an diesem Ort ein Dokument versteckt, das mein Vorhaben vereiteln soll. Eine gefährliche Frau, das wusste ich. Ich hätte sie ausschalten sollen, solange es noch möglich war. Ich bin einfach zu nett. Aber woher wissen Sie von dem Dokument? Man muss nur die richtigen Leute fragen und überzeugend genug sein. Dreckskerl, was haben Sie mit Raphael gemacht? Hey, zügle deine Zunge, mein Täubchen. Ihm ist nichts zugestoßen. Ich wusste, dass ihr hinter meinem Rücken etwas ausheckt. Er hat mir alles über eure Funde erzählt, auch von dem sogenannten neuen Eigentümer. Ansonsten musste ich euch nur folgen. Ihr seid ja so einfältig. Krass. Hier ist nichts. Eine falsche Spur. Lassen Sie mich hier raus. Wie? Kein Dokument, das den Hof einem geheimnisvollen Unbekannten überschreibt? Nein, wirklich. Ich habe nur eine dumme Schneekugel gefunden. Los, öffnen Sie schon. Oh, aber Mademoiselle, ich will kein Risiko eingehen. Ich werde dich hier langsam vermodern lassen. Dieser Ort war früher ein Gefängnis, in dem man unliebsame Leute verschwinden ließ. Hier bist du richtig. Fahr zur Hölle! Krass. Hey, ist da wer? Zu Hilfe, zu Hilfe. Oh ja. Ich hasse ihn. Nein, unmöglich. Machen wir jetzt bloß. Nein, unmöglich. Das geht nur von außen auf. Okay, jetzt bin ich vor einem Rätsel gestellt. Was habe ich im Inventar? Ich weiß es nicht, aber ich kann es probieren. Ich sage, ich probiere mal diesen Schlüssel hier. Ich höre eine Schneekugel. Nichts passiert. Ich versuche mal hier den Schlüssel. Das geht nicht. Oh.
bitte hilf mir doch einmal. Wo könnte hier noch sein? Ich habe keine Ahnung, wirklich keine Ahnung. Nein, unmöglich. Die geht nur von außen aus. Außen aus. Ich stehe jetzt vor einem Rätsel, und zwar einem verdammt schwierigen. Ich habe keine Ahnung, was ich machen könnte. Also. Zwecklos. Hier hört mich niemand. Okay. Okay, also ich habe nichts falsch gemacht. Lassen Sie mich hier raus! So, ja. Wir haben jetzt eine kleine Szene gesehen. Ja, also sie lag da. Ja. Oh, bitte! Ist da jemand? Okay, wir sind immer noch einsam. Ich glaube, es wird auch eine lange Zeit jetzt. Nein. Für uns hier. Also. Zwecklos, alles. Nein, und. Ich habe ja auch keine Aufgabe oder so. Also, ja. Hey, lasst mich hier nicht verschimmeln! Sie strahlt einfach raus. Hilfe! Ich bin schon 2 Tage hier. Zu Hilfe! Ach, zwecklos. Okay, also, wir müssen einfach mal rausrufen. Papa, Oma, Opa. Ja, also sie dehydriert langsam. Ich finde es einfach nur krass. Also ich hätte wirklich jetzt nicht gedacht, das ist so eine, Emma? Emma, hörst du mich? Emma, so antworte doch! Raphael, bist du's? Ja, meine Hübsche, ich bin's. Emma, ich werde dich da rausholen, hörst du? Ich habe Hunger. Fang den Apfel hier! Eine neue Aufgabe aus dem Paradies ausbrechen. Nur Glück ist Raphael da. Okay. Oh. Raphael, du glaubst gar nicht, wie ich mich freue, dich zu sehen. Hilf mir hier raus. Bitte. Ach, ich weiß nicht, wie dieses Ding funktioniert. Hast du einen Hebel? Emma, er steht auf Position 0. Ich kann den Hebel nur nach links bewegen. Soll ich? Oh Gott, soll er den Hebel nach links bewegen, wenn er nur nach links... Ja, beweg ihn einfach mal. Ja. Oh, natürlich.
Also, Max auch so der Stimme? Nein, und... Er ist auf Position 1. Wohin soll ich den Hebel bewegen? Na, wieder nach links. Er ist auf Position 2. Nach links. Scheiße. Machen wir erstmal da rein. Ein Brett. Oh, ein Brett. Ich könnte es benutzen, um hier rauszukommen. Super duper. Nein, Brett ablegen nicht. Muss ich denn das Brett hier ablegen? Okay, das ist jetzt... Er ist auf Position 3. Nach rechts. So, dann klemmen wir das nämlich hier ein. Hier klappt das nicht. Das Brett passt nicht. So, gucken wir mal hier. Ah, hier gibt es ebenfalls ein Brett. Nein, und... Ja... Er ist auf Position 2. Machen wir mal nach links. Dann wird das hier, aber hier stand nämlich auch mit Brett einklemmen. Irgendwas. Oh, ein Brett. Irgendwie schon ein bisschen tricky. Er ist auf Position 3. Wo? Nach rechts. Ich würde das aufgeben. Ah, okay. Ah, ja. Kapitsch. Weil da haben wir ja noch ein Brett. Und das müssen wir nehmen, ist hier. Oh, ein Brett. Nein. Eins nach dem anderen. Oh, jetzt müssen wir das da. Okay. Ich hab's. Er ist auf Position 2. Nach links. So, jetzt ziehen wir das wieder nach links. Ziehen wir wieder dieses Brett hier ab. So, weil wir immer nur eins dran können. Okay. So. Er ist auf Position 3. Nach rechts. Jetzt gehen wir wieder. Und nehmen uns dieses Brett. Oh, ein Brett. Oh, ein Brett. Ja, geschafft. Es ist blockiert. Das Peter kann nicht mehr hinunter. So. Jetzt machen wir noch einmal nach links. Er ist auf Position 2. Nach und jetzt nehmen wir uns das andere. Und dann gehen wir auf Position 1. Oh. Er ist auf Position 3. Nach rechts. Er ist auf Position 2. Nach links. Oh, ich meine nach rechts. Er ist auf Position. Nach rechts. Er ist auf Position 2. Nach rechts. Er ist auf Position 1. Lass ihn wo er ist. Okay, das ist ein geiles Rätsel, also, ja. Natürlich hätte ich es viel schneller lösen können, aber okay. Who cares? Nobody. Ja, geschafft. Es ist... So, dann müssen ja irgendwo hier zwei sein. Habe ich denn hier schon beide? Aber ja, also, das war ein wirklich... Gutes Kapitel, also es wird gleich zu Ende sein. Wow. Wir müssen jetzt auf Position. Er ist auf Position 1. Nach links. Raphael, alles klar, ich kann raus.
Genial! Bis gleich! Da muss man noch der Bürgermeister am Ende stehen, dann raste ich aus. Oh mein Gott. Ja, die Folge ist nur auch gleich zu Ende. Ich fand sie ziemlich spannend. Also, generell, das Spiel überrascht mich jedes Mal wieder. So. Was bist du? Oh, Raphael. Ich dachte, ich müsste für immer hier bleiben. Er wollte mich umbringen, weißt du? Aber wie bist du hergekommen? Ich dachte... Ganz ruhig, Emma. Es ist vorbei. Vorbei. Gehen wir zu mir. Da erzählst du mir dann alles. Oh. Raphael, was ist passiert? Der Bürgermeister. Er hat mir gesagt, dass er dich verhört hat. Alles okay? Beruhige dich, Emma. Ich werde dir alles erzählen. Mit zwei seiner Kettenhunde ist er über mich hergefallen. Die haben mich ein bisschen rumgeschubst und mir vorgeworfen, ich würde einen Komplott planen. Ich habe natürlich alles geleugnet. Also haben sie die harte Tour gefahren. Das heißt? Sie haben mich geschlagen. Dann bedroht und wieder geschlagen. Auch wenn ich so aussehe, ich bin kein Held. Also habe ich geredet. Ich habe alles erzählt. Von der Kirche, dem Tagebuch, Esteban, dem Stofftier, dem Dokument. Er muss dir bis in die verlassenen Gassen gefolgt sein. Sei mir bitte nicht böse. Aber du kannst doch nichts dafür, Raphael. Wir haben es hier mit Verbrechern zu tun, und zwar mit gefährlichen. Die sind uns über. Wir hätten nicht Detektiv spielen sollen. Jetzt verstehe ich, warum Marie weit von hier weg wollte. Ich kapier's nicht. All das für einen einfachen Reiterhof. Weißt du, die Ländereien sind umfangreich. Man kann sicher viel Geld damit machen und Typen wie der leben nur von Betrug und Gewalt. Tja, du hast sicherlich recht. Aber wie hast du mich eigentlich gefunden? Reines Glück. Ich hatte Panik. Hab dich überall gesucht. Da bin ich über Hugo gestolpert. Er hatte sich aus Angst irgendwo verkrochen und wollte weder reden noch sein Versteck verlassen. Ich hab gemerkt, dass er etwas weiß. Also hab ich versucht, ihn zu beruhigen. Daraufhin hat er mir gezeigt, wohin man dich gebracht hat. Den Rest kennst du. Und was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Hast du da unten nichts gefunden? Einen Umschlag? Ein Blatt? Die famose Schenkungsurkunde für das Gestüt halt? Nein, leider nicht. Ich habe nur diese Schneekugel gefunden. Und mal ehrlich, ich habe nicht mehr die Nerven für weitere Rätsel. Das verstehe ich. Also gut, verhalten wir uns eine Weile ruhig. Dieser Kerl ist im Moment zu gefährlich. Ich glaube, du hast recht. Stellen wir uns tot. Wow. Bisher für mich beste Kapitel, also es hat eine total andere Wendung genommen, als ich dachte, doch die Folge ist leider schon überzogen. Und ich wünsche euch jetzt einfach noch einen schönen Tag und ja, lasst euch das einfach mal durch den Kopf gehen, was der Bürgermeister gerade getan hat. Auf Wiedersehen.